Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge, die ich in der letzten Folge bereits angekündigt habe. Ist ja unfassbar, wo wir momentan umringt sind von Eingeborenen, denen wir mitten ins Dorf einfach mal ihre Kollegen, naja, reingesammelt haben. Als Warnung vielleicht? Oder liegt Geld? Danke. Okay, weil das so unfair ist, muss ich die nehmen. Ich kann jetzt nicht normal kämpfen, wenn jetzt einfach drei Eingeborene genau neben mir spawnen. Sehen die mich nicht? So. Dann machen wir wenigstens Chancengleichheit. Was macht die denn? Lass uns Freunde sein. Ich bin sehr einsam auf dieser Insel. Jetzt atme nicht so heftig. Ich bin eigentlich schüchtern. Bist du Single? Lass uns daten. Hier, guck mal. Ich zeig dir meine Hand. Ich bin friedfertig. Das Blut von deinen Kollegen ist doch nicht schlimm, oder? Die bleibt aber immer in respektvollem Abstand vor dem Ding hier. Wenn wir uns umdrehen, kommt die angelaufen. Du feiges Huhn! So! Du willst meine Liebe nicht! So, die atmet immer noch. Und ich würde sagen... Ruhe in Frieden. Möchte noch jemand? Lasst mich und meine Freundin in Ruhe. Wir wollen doch nur in Frieden hier leben. Kann man da eigentlich... Ich meine... Aha. Slip drunter, aber... Wieso hat die überhaupt einen Schlüpper drunter? Das verstehe ich nicht. Die Brüste hängen raus, aber einen Schlüpper tragen. Das ist natürlich konsequent weitergedacht. Was können wir denn hier essen? Pilze. Na, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Zu essen haben wir ja eigentlich genug. Die 50 Kaninchen sind jetzt auch weg. Schade eigentlich. So, wenn hier jetzt keine Viecher mehr spawnen, ich hoffe, das ist der Fall, dann ziehe ich mal weiter. Scheiße. Da läuft meine Rüstung. Hey, Rüstung! Können wir die noch mitnehmen? Und ich höre immer noch welche. Ja, ich weiß, wir müssen baden gehen, bevor wir eine Infektion kriegen, aber ich habe doch Medizin dabei. Hey, Rüstung! Nein! Bleib stehen, Rüstung! Rüstung! Rüstung läuft durch den Stein. Rüstung! Ah, so eine süße Rüstung. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wieso schwingt der immer mit der Axt, statt das Ding einfach mal kaputt zu machen? Jetzt ist die Rüstung hier im Stein stehen geblieben. Na, super ist das. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel vielleicht noch ein bisschen buggy ist hier und da? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Und ich höre in der Ferne immer noch ein paar Wilde. Und wir gehen mal ganz kurz das Blut abwaschen von den Eingeborenen. Und ich hoffe, das ist jetzt mit dem nächsten Patch nicht dazugekommen, mit dem letzten Patch nicht dazugekommen. Dass wir einfach... Ach ja. Hey, da ist ein Kopf. Den habe ich gesucht. Wir sind hier unter Wasser quasi und haben hier noch einen See, das ist auch sehr schön. Und hier können wir in die Felsen reingehen, das ist auch alles sehr, sehr schön. Aber egal, wir verzeihen der Alpha. Das Spiel an sich ist trotzdem schon, man muss es sagen, auch wenn es viele Bugs gibt und so weiter, ist das Spiel schon ausgereift genug, um zumindest ein solides Spiel zu sein. Das ist ja leider auch nicht mehr Default, sage ich mal. Und da haben wir so ein bisschen das Problem, dass viele Menschen eine Early Access gar nicht als Early Access, sondern als fertiges Spiel sehen bereits. Dass sie den Unterschied nicht kennen. Und viele Entwickler und Publisher, muss man aber auch sagen, der Fairness halber, releasen Spiele, die einfach noch in der Early Access hätten rausgehauen werden sollen. Auf der anderen Seite, ne? Dann mit diesen Day One Patches und bla bla bla, was da nicht alles gemacht wird. Hauptsache, um schnell Spiele rauszuschieben. Also, die Schuldigen kann man auf beiden Seiten suchen. Da muss man jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Da werden genug Fehler auf beiden Seiten gemacht.
So, ich mache ja auch gerade einen Fehler. Und zwar laufe ich hier einfach querfeldein, ohne zu wissen, wo ich hin muss oder soll oder kann. Ein bisschen Getränke und ein paar Snacks haben wir ja noch. Zweige nehme ich wieder mit, damit wir uns schnell ein Lagerfeuer machen können, um was zu essen. Und auch ein paar Leaves nehmen wir mit. Können wir hier eigentlich? Nee, können wir nicht. Ich frage mich, was es hier noch so alles gibt. Landeinwärts oder überhaupt überall. Das war ja mit Sicherheit nicht das einzige Eingeborenenlager. Die werden mit Sicherheit mehr haben. Da standen jetzt nur zwei Hütten rum. Und sowas wie die Höhle, was ist das denn? Achso, nur Bäume. Sowas wie die Höhle werden wir bestimmt auch nochmal finden. Aber immerhin surviven wir jetzt auch richtig. Wenn man mal die richtige Axt ausgerüstet hat zumindest. Mit der anderen schlägt man sich, glaube ich, dumm und dämlich bei den Eingeborenen. Und es ist hier aber erstaunlich ruhig. Hier wäre eigentlich auch ein super Spot für ein Lager. Also hier wäre sogar ideal eigentlich, ne? Ich meine, wir haben ja schon ein Lager, wir können uns aber noch ein zweites bauen. Wenn wir die Insel erkunden wollen, brauchen wir sowieso mehrere. Und es wird Zeit, dass wir auch mal safen. Also insofern, wenn man übernachtet, kann man ja speichern. Und ich glaube, es wird immer wieder Zeit, dass wir speichern. Insofern, wenn wir hier schon mal so einen guten Spot haben. Hier in der Nische oder direkt hier oder ich weiß gar nicht wo. Hier in der Nische, ne? Hier ist, glaube ich, ganz gut. Dann bauen wir uns mal wieder ein so ein Hunting-Ding. Ich mag die irgendwie am liebsten. Ich weiß nicht warum. So ein Hunting-Shelter. Temporary finde ich immer so. Naja. So, da bauen wir es hin. Jetzt brauchen wir noch ein paar Steinchen. Ich glaube, irgendwas ist immer Mangelware in den Gebieten. Können wir statt Steinen nicht einfach kleine Vogelschädel nehmen? Das sieht bestimmt auch niedlich aus. Und wir passen uns den Eingeborenen an. Da sind welche. Scheiße. Wo latsche ich hier denn gerade hoch? Ich bin sicher, hier bin ich komplett unsichtbar für die. Bräuchte ich dafür nicht eine Bergsteigerausrüstung? Es sind zwei, wie es aussieht. Und ich wette, die kommen gleich hinterhergelaufen. Denn ich sehe aus, das muss ich zugeben, ich sehe aus wie ein leckeres Frühstück. Also ein Gesicht wie Bacon and Eggs. Übrigens, ein Shelter an der Klippe ist, glaube ich, doch keine gute Idee. Weil man selber Gefahr läuft, natürlich auch runterzufallen im Kampf. Vor allen Dingen, wenn man immer versucht auszuweichen, wenn man rückwärts geht. Wo sind die denn hin? Wie bin ich hier hochgekommen? Hä? Die sind einfach weg und ich bin hier 3000 Kilometer weit oben auf dem Berg. Und traue mich jetzt nicht mehr runter, weil es zu tief ist. Hey, wir haben Jeans an, wusste ich gar nicht. Wo sind die denn? Die müssen doch hier irgendwo sein. Und wie gut, dass die immer dann auftauchen, wenn man sich selber so ein Shelter bauen will. Die ins Wasser gegangen? Ich habe keine Ahnung.
So, ist aber auch egal, wenn die nochmal kommen, dann mach ich die alle. Boah, die schlage ich so weg, die klopp ich zu Brei, die mache ich kaputt. Bling, blung. Ich habe das Gefühl, die spawnen manchmal und dann despawnen die einfach wieder. Oder die sind hier irgendwo in die Bäume geklettert und springen mir gleich wie die eine Alte direkt auf den Kopf. Was ich persönlich doch ein bisschen ungeil finden würde. Ach ja, 8 Baumstämme. Scheiße, daran habe ich nicht gedacht. Hätten wir vielleicht doch lieber das Kleine gemacht. Tja, wenn hier niemand ist. Ich hoffe mal, wir kriegen das Shelter noch gebaut, auch in dieser Folge. Und dann haben wir einen weiteren Safe Point. Vielleicht hätten wir noch bei den Eingeborenen selber dreisterweise ein Shelter reinbauen sollen. Einfach mal so. Oder ein Haus mitten in deren Siedlung. Als neue Nachbarn. Das wäre auch schön gewesen. Vielleicht machen wir das nochmal. So. Yes, das. So, jetzt aber. Und natürlich genau durch den Baum und nach unten. Oh, wie weit die fliegen, ist unfassbar. Das da hinten sieht aus wie ein Feld, als könnte ich da irgendwas anbauen. Ich würde auch gern irgendwas anbauen. Es geht ja wohl offensichtlich auch irgendwie. Ich habe aber keine Ahnung wie. Ich würde gern diese Beeren zum Beispiel domestizieren. Genau wie Karnickel würde ich auch gerne domestizieren. Frag mich immer noch, wo die beiden abgeblieben sind. So, und je mehr Bäume wir hier vorne wegschlagen, desto weniger können die aus den Bäumen plötzlich rausspringen. Und da vorne sehen wir ein paar Vögel sitzen. Es soll also angeblich laut Kommentaren, wenn Vögel da rumsitzen, soll es safe sein. Aber was das heißt, ob das stimmt, weiß man ja auch nie so genau. Kommentare lügen gern. Huch. Ach, ein Stein. So und so. Und dann zimmern wir das einfach hier hinten rein. Zack. 4 Stück haben wir. Und jetzt hier den Stein nehme ich auch mal mit, weil der so schön ist. Da kommt immer eine Steinsammlung. Es gibt echt Leute, die haben Steinsammlungen, ne? Wie viel Platz muss man denn zu Hause haben, um eine Steinsammlung zu haben? Nimmt man da auch jeden Stein auf? Unendlich viele Steine oder nur ganz besondere Steine? Ich stelle mir immer so einen riesen Geröllhaufen vor. Und dann denke ich mir, dass so eine Leute in der Kiesmine bestimmt voll durchdrehen würden. So, oh, oh, geil, oh, hier, das, oh. Und der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst du dann ja eigentlich überall sagen. Alter, wie kommen denn die Baumstämme da hinten hin? Da ganz hinten war auch noch einer gerade. Bei so Steinsammlern, die müssen ja eigentlich immer sagen, die gehen spazieren auf dem Kiesweg mit einer offenen Tasche. Die sind da sich herschleifen und müssen immer sagen, der fehlt mir noch meine Sammlung, der fehlt mir noch meine Sammlung, der fehlt mir noch meine Sammlung. Natürlich fehlen die in der Sammlung, weil die liegen ja einfach in der Natur rum. Aber ich glaube, da sammelst du bestimmt besondere Exemplare von Steinen, die entweder aussehen wie Elvis oder die ganz besondere Geologienamen haben oder sonst irgendwie sowas. Ich persönlich kenne mich beim Steinesammeln nicht so aus. Sollten wir Steinesammler natürlich unter den Zuschauern haben, ich bin wissbegierig darauf, zu erfahren, ob das tatsächlich alles so ist. Und da hinten kommt der nächste Trupp. Okay. Wir brauchen trotzdem noch 2 Stämme, dann erst können wir speichern. Scheiße. Ich würde sagen, nehme ich mal den hier. Ich hoffe, die hören uns nicht. Wir fällen den Baum sehr leise. So. Und die Eingeborenen sollten wissen, wenn ein Mensch einen Baum fällen kann, dann kann er das auch mit ihren Beinen tun. Und der fällt natürlich wieder genau dahin, wo die Eingeborenen rumlaufen. Also fast zumindest. Scheiße, ich hoffe. Jetzt laufen die da hinten rum und die kommen bestimmt gleich bei der Behausung vorbei. Scheiße. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir stellen das Ding auf jeden Fall mal fertig. Und jetzt gucke ich aber erstmal, wo die Eingeborenen sind. Hallo? Hallo?
Huch, der Berg, der hat eine super Textur. Oder haben die uns wieder verlassen? Gehen die schon wieder in die andere Richtung? Ich kann mir gar nicht vorstellen, so viel Glück zu haben. Normalerweise spawnen die ja immer direkt vor uns oder springen vom Baum. Hallo? So weit eigentlich niemand. Und ich höre auch nichts. Okay, wir versuchen mal zu schlafen hier. Auf gut Glück. Es ist plötzlich sehr, sehr dunkel. Und ich schlafe nochmal. Und es ist früher Morgen. Okay, wir konnten die Nacht zumindest durchschlafen. Das ist ganz gut. Viel mehr Hunger haben wir jetzt auch nicht. Boah, hier ist echt kritisch, weil hier sieht man nicht so viel, ehrlich gesagt. Na super, jetzt ist hier ein Baumstamm, das ist natürlich toll. Okay, ich hoffe, da oben läuft niemand lang, der uns sieht. Wenn es gleich pling, plung, plong macht. Aber wir haben gespeichert. Wir haben ein Shelter gebaut und da haben wir gespeichert. Ich hoffe, es funktioniert tatsächlich. Und ich hoffe, wir haben den Spielstand hier auch drauf, der speichert, weil sonst wäre das, also nicht ein Spielstand, sondern dass er dann ein Auto-Update gemacht hat über Steam, wie sonst immer. Wenn nicht, wäre es ein bisschen gemein. So, wir sind wieder am Strand. Hier wäre eigentlich eine perfekte Location. Hier kommen doch bestimmt keine Eingeborenen lang. Die kommen hier nicht... Theoretisch kommen die hier oben nicht drauf. Hier haben wir einen fetten Berg. Und hier geht es irgendwie noch ein bisschen weiter. Was ist das? Einfach nur ein bisschen Holz. Ich guck mal ganz kurz, wo es hier weitergeht. Alter, hier ist die super Location. Hier findet dich nie einer. Never, ever, never, ever, never, never, ever. Das hier ist die perfekte Location. Ich baue da mal einfach aus Prinzip irgendwas hin. Ich glaube, hier hinten... Huch! Hier hinten baue ich einfach mal so ein Temporary Shelter. Ich hoffe, der verschwindet bestimmt, ne? Dann baue ich hier auch wieder so ein Hunting Shelter. Ich weiß, ob der verschwindet. Keine Ahnung. Wahrscheinlich heißt er nur Temporary, weil man den nicht immer nutzen wird. Uah. So, jetzt habe ich da nur mal so ein Hammer-Ding hingemacht, damit wir das wiederfinden. Damit uns das immer angezeigt wird, wo wir hin müssen. Und wahrscheinlich, ich kann da eigentlich auch schon mal ein bisschen was reinhauen, was wir dabei haben. Mit Loks wird schwierig, aber... Ein bisschen was haben wir immerhin schon hingenagelt. Ich weiß übrigens gar nicht, wo wir Nägel her haben. Ich weiß gar nicht, wie das alles zusammenhält. Aber ich bin sicher, der hat da so seine Mittelchen. Total geile Location. Ist man echt weit ab von allem. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man hier so reinfällt in den Ozean, dann kommt man auch nicht wirklich wieder raus. Und hier ist ein See, der über dem Ozean fliegt. Das ist natürlich auch schön. Ich glaube, hier wurde einfach noch nicht weitergebaut. Von den Entwicklern. Haben wir einen wunderbaren Spot gefunden. Also theoretisch, wenn ich die Dinger hier wegschlage, ich habe nur Angst, dass die dann ins Meer rollen. Das wäre ein bisschen uncool. So, und raus kommt man hier aber auch, ne? Hier gibt es noch genug Gezuppel. Da vorne haben wir noch ein Shelter und unser anderes Shelter. Gut, dass immer alles angezeigt wird. Aber ich würde es vielleicht doch eher machen, statt dass die immer so riesig sind, dass so ein Shelter-Symbol auf dem Screen immer kleiner wird, je weiter man sich davon entfernt. Bis halt eine gewisse Minimumgröße erreicht wird, die wird dann noch angezeigt, aber... Naja. Dann hätte man nicht irgendwann, wenn man hier 10 Shelter hat, hast du dann nicht irgendwie alles voll. Juhu, ich werfe meine Axt wieder weg. Und wir sind nicht mehr alleine. Okay, hier ist aber egal. Ich glaube, hier hinten kommen die eh nicht hin. Hier hinten gibt es auch nichts zu patrouillieren. Hier hinten hätten wir den sichersten Spot überhaupt. Da können wir uns sogar noch ein Haus hinmachen. Da unten einen Strand können wir uns sogar noch ein Haus hinbasteln.
Theoretisch möchte ich das sogar tun. Wahrscheinlich ein Spot, wo man gar nicht erst hinkommt von irgendwo, aber trotzdem super safe. Natürlich nur, bis wir hier... ich dachte gerade, da steht einer. Natürlich nur, bis wir hier entdeckt werden. Aber hier scheint es auch eher ruhig zu sein. Und von hier oben sieht man unsere Bude dann ja eh nicht. Hier ist auch ein Bombenkrater, wie es aussieht. Da wächst ein Stein aus dem Baum. Auch sehr cool. Machen diese Dinger hier eigentlich irgendwas? Nee, ne? Nee. Hier sind 10 Milliarden Sticks. Auch sehr gut. Wenn man mal welche braucht. Und runter kommt man da auf jeden Fall nicht. Das heißt, da wären wir auf jeden Fall so mega safe. Das können wir uns auch ein bisschen abtrennen mit so einem schönen... mit einem Wall oder sowas. Ich glaube, das möchte ich auch direkt mal machen. Ich glaube, ich möchte hier wirklich mal so ein Shelter bauen. Und das wird dann vielleicht unsere Hauptbasis. Ich weiß natürlich nicht, wie es im weiteren Spielverlauf ist. Ob es dann so bleibt. Das kann ich nicht versprechen. Aber ich möchte mir zumindest mal eine Hauptbasis bauen, die so richtig safe gelegen ist einfach. Wo uns keine Eingeborenen finden. Andererseits, wenn wir die eh umbringen alle, aber die spawnen ja auch wieder. Ich frage mich, ob es unendlich Eingeborene gibt, weil die halt immer nachspawnen. Das kann ich nicht sagen. Hallo? Was sind das denn hier für Pflanzen? Aha. Leaves, okay. Dann holen wir uns hier mal ein paar Leaves. Schöner Baum, ob man den abholzt. Ja. So, Blätter kann man ja nie genug haben. Und zum Glück auch genug mitnehmen. Und da hinten ist ein weiteres Eingeborenendorf. Sehr schön. Na komm. Ja, theoretisch können wir uns hier noch irgendwo ein Lagerfeuer machen. Dann können wir noch mal schnell was essen. Ich glaube, wir haben auch Zeugs dabei zum Essen. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir da vorgesorgt. Jawohl. Huch. Die Fische haben wir auch noch dabei. Zum Glück kann man die ein bisschen mit sich rumtragen. Die rohen Sachen kann man ja immer rumtragen, aber die fertigen nicht. Was irgendwie sehr merkwürdig ist, aber gut. Oh, guck mal, hier kann man durch den Stein durch. Ich mache jetzt einfach mal. So, und hier unten ist die perfekte Location für ein wunderschönes Haus. Und hier können wir bestimmt irgendwo ein kleines Lagerfeuer machen, das nicht gesehen wird. Hier zum Beispiel irgendwo in die Nische. So, und da würde ich aber gerne eins machen, das vielleicht doch ein bisschen länger hält. So eins... So, zwei Steine noch. Hier noch ein Steinchen, da noch ein Steinchen. Dann können wir uns was braten. Zack. Haben wir noch irgendwo ein Steinchen? Steinchen, Steinchen, Steinchen. Es gibt hier nicht unbedingt allzu viele Sachen, die man braucht. Steinchen, 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 Steinchen. Wie der Boden hier glänzt, als wäre alles aus Stein. Ein Steinchen. Und dann gehen wir zurück und... basteln uns da was Schönes. Machen wir uns erstmal Karnickel oder sowas. Lecker Karnickelsuppe. Ich glaube, ich bin auch schon wieder bei der Folgenlänge, ne? Ich habe nämlich vergessen am Anfang der Folge, weil es so spannend war. Mit den komischen gespawnten Eingeborenen. War das am Anfang? War das da? Ja, ne? Ich glaube, das war da. Boah, haben wir schon viel erlebt, die Folge. Und da habe ich dann natürlich vergessen, den Timer einzuschalten. Insofern mutmaße ich einfach mal, dass es jetzt wohl Zeit ist, so langsam mal... so. Die Folge zu beenden, aber natürlich nicht, bevor wir nicht was gegessen haben. Ist ja klar. So viel Zeit muss sein. Ich tue sogar noch ein bisschen Laub rein, damit es schneller geht. Happa. Happa.
Wieso sehen die Steine eigentlich so nass aus? Irgendwie sieht ja alles so nass aus. Als ob die ganze Insel einfach nur nass ist. Wir sind bestimmt in Nassau. Oh, halt, eat. Juhu. So, geeatet haben wir auch. Und im Grunde genommen können wir dann... Ja, also hier sollten wir dann doch schon... Ich weiß nicht, was haltet ihr denn davon? Ich frag einfach mal dich jetzt persönlich. Soll ich hier jetzt so ein Shelter hinbauen? So ein großes? Also ich meine, wenn ich sowas sage, dann meine ich natürlich, hier so ein Häusli. So eins können wir noch nicht, aber so ein Häusli. Soll ich hier mal eins hinbauen? Weil die Location wäre perfekt. Es gibt hier keine Eingeborenen. Da drüben hätten wir noch Safe Spots und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde genommen wäre es eigentlich super. Hier werden wir nicht von hinten überrascht. Hier haben wir noch einen schützenden Berg. Die können eigentlich nur hier vorne rüberkommen. Ja, du musst es entscheiden. Und ich bedanke mich bereits schon mal dafür. Und, sollte vielleicht dann doch mal in der nächsten Folge schlafen gehen. Soll ich das jetzt machen? Ich weiß gar nicht. Ich muss mit dem Schlafen mal ausprobieren übrigens, ob das überhaupt funktioniert. Naja, guck mal in der nächsten Folge mal. Da baue ich nochmal das kleine Shelter da hinten fertig. Und ich gucke da mal, ist ja alles eine Aufnahmesession. Ich schaue da mal unter diese Folge, ob das gewünscht wird, hier so ein Ding hinzubauen. Mir juckt es ehrlich gesagt in den Fingern. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wo ich aber noch nicht anfangen kann, weil ich das Ergebnis noch nicht weiß. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich im Endscreen. Und da ist der Endscreen auch schon. Tja, in dieser Folge war es am Anfang doch ein wenig wild, sage ich mal. Und wir haben merkwürdige spawnende Eingeborene überall um uns rum. Wir leben immer noch. Es ist kaum zu glauben, wir haben immer noch überlebt. Wir haben uns immer noch wacker durchgeschlagen. Nicht immer nur mit der Flare Gun, sondern teilweise auch mit der Axt haben wir die Leute einfach weggeholzt. Das ist super. Und das, obwohl die einfach mal gemeinerweise neben uns spawnen. Okay, da haben wir schon für Chancengleichheit gesorgt. Aber immerhin, wir finden unseren Weg. Wir schlagen uns durch. Wir surviven auf jeden Fall. Und in der nächsten Folge gucken wir uns noch ein bisschen weiter was von der Insel an. Da muss ich aber erstmal gucken, dass ich speichern kann auf jeden Fall wieder an diesem Spot. Und dann schauen wir mal das Eingeborenendorf. Stimmt, da gehen wir hin in der nächsten Folge hoffentlich in das nächstgelegene Eingeborenendorf. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.